Herzlich willkommen zurück. Wir stehen eine Minute und 50 Sekunden vor einem weiteren Burn um den Orbit in einen ziemlich genau 275 Kilometer Orbit zu verwandeln. Wie zuvor... das Com-Chatter. Dieses Com-Chatter im Hintergrund, das ist auch ein Mod. Ja, ich habe 101 Mods. Modde? 101 Mods habe ich installiert. 101 Mod? Ist schon ein bisschen was. Das sind neue Teile, aber auch andere Sachen, die Funktionsverbesserungen bringen. Wie zum Beispiel hier MacJab, das hat automatisches Autopilot für Dings und Delta-V-Stats und all so Sachen. Macht das Ganze relativ wissenschaftlich teilweise und bietet halt Komfortfunktionen, weil gerade Fliegen in der Atmosphäre ist doch relativ anstrengend, weil die... Ja, es ist Kurskorrekturen sind nicht ganz so einfach. Die Flugzeuge tendieren dazu, sehr zu übersteuern. So, unsere Node kommt gleich ab. Kommt gleich an. Noch 30 Sekunden. Wir wollen bei 4 brennen. Für 8 Sekunden. Und das sollte uns ausreichen, um... So, hier haben wir den Fuel Tank hin, damit ich sehe, wie viel ich zurück habe. Das sehe ich nämlich nicht, wenn die Engine aus ist. So, wir haben 12. Sehr schön. So, wir haben nicht ganz die 74 erreicht, sondern nur 72, aber das ist denke ich, okay. So, wir haben noch einen guten Teil an Delta V übrig. Das Problem ist jetzt, wegen meinem Satelliten will ich in einen polaren Orbit. Wie ihr seht, ich habe hier einen anderen Satelliten. Kann ich den eigentlich ausblenden? Nee. Unlock Button. Das ist auch hier ein Mod, das ist ein Toolbar. Brauche ich jetzt aber nicht. So, ich habe... Ah, okay, super. Ich kann sie ausblenden hier oben. Wieso ändert sich mein Orbit noch? Doch nicht etwa wegen den RCS, oder? Das ist ja krass. Aber jetzt haben wir einen richtig schönen Orbit von fast 277 zu 200, also 1,5 Kilometer Unterschied nur. Der ist super. So, und Tito will hier oben 4 Stunden bleiben, das werde ich euch ersparen. Aber ich zeige jetzt noch die, wie man ein Manöver in einen polaren Orbit macht. Idealerweise beginnt man das so früh wie möglich. Ich bin aber nicht so gut. Idealerweise beginnt man einen polaren Orbit von einer Station wie hier oben. Zum Beispiel im Real Life in Sibirien. Die ist also ganz leicht, da in polare Orbits zu kommen. Während hingegen ja die amerikanische Cape Kennedy, / Cape Canaveral, liegen ja sehr nah am Äquator und da ist es natürlich super einfach, die in einen orbitalen, also so einen äquatorialen Orbit zu schicken. So, ich fange jetzt an, ich mache jetzt hier eine Manövernote, Manövernote. In 3 Minuten. Und das ist jetzt sehr, sehr tricky, weil wenn ich jetzt hier das nach oben oder unten, wird jetzt keine Rolle spielen. So, das kostet mich eine Unmenge an Treibstoff schon. Deshalb werde ich auch keinen ganz, und das bringt mich auch sehr, sehr hoch.
Das heißt, ich muss auf jeden Fall versuchen, das ein bisschen auszugleichen, indem ich hier zurückziehe. So. Das wäre jetzt ein ganz guter Orbit. Ich will aber nochmal versuchen, ob ich das nicht irgendwie besser hinkriege. Add Maneuver. Ich will nicht mehr als 200 ausgeben. So. Das machen wir jetzt erstmal. Ich sag schon mal, richte dich aus. Ich versuche jetzt ein bisschen ohne Monopropellant. Wir sind jetzt leicht genug. Also ich kann dir mal zeigen. Also ich habe hier diese RCS-Control-Systeme, das sind diese Steuerdüsen, aber die verbrauchen Monopropellant. Das Problem mit dem Monopropellant ist, so, den will ich auch schon mal, das ist mein anderer. Ich habe nicht unbegrenzt viel. Aber was ich habe, ich weiß gar nicht, wo es drin sitzt. Müsste eigentlich. Ich glaube, es ist hier in der Sonde drin. Und auch, ich habe noch ein extra hier und irgendwo eingebaut. Das ist ein Reaction Wheel. Und das kann halt in drei Richtungen, das sind Schwungräder, die in drei Richtungen funktionieren. Und das funktioniert nur mit Elektrizität. Und damit kann man das auch ausrichten. Das ist allerdings sehr begrenzt. Je mehr Gravitation man hat und auch je massiver das Raumschiff, will ich mal sagen, ist. Aber wir sind ja relativ klein jetzt schon, wiegen nicht mehr ganz so viel. Und von daher ist das noch okay. Ja, das hier oben sind meine Ressourcen. Electric Charge. Die ist gut, weil ich jetzt hier Solar Power Panels habe. Geht die nicht runter. Ich habe auch Reserveenergie. Oxidizer und Liquid Fuel sind meine... das ist mein Brennstoff, den ich brauche für die Kurskorrekturen. Radiation Shielding ist für mich neu. Ich weiß nicht, ob es von einem Mod kommt oder ob es jetzt neu in der im letzten DLC war. Monopropellant hatte ich erklärt. Radiation Shielding ist halt Strahlungsschutz. So, wir haben noch 55 Sekunden. Der Ablator ist das Hitzeschild. Und Hitzeschild habe ich nur in der unter der Kapsel, wo die Kerbels drin sind. Und was auch ein Mod macht, ist Snacks. Also Verpflegung. Damit sie was zu essen haben. Damit sie was zu schnucken haben, ja. Das ist jetzt hier eigentlich egal. Die hätte ich mir auch sparen können, fast. Also 100 ist wahnsinnig viel. Aber auf längere Reisen wird das wahrscheinlich dann ein Faktor werden. So, wir wollen bei 7 Sekunden brennen. Man brennt immer bei der Hälfte vorher, damit man die 14 Sekunden möglichst genau auf der Note hat, die man vorgesetzt hat. Also, wo man ist. Das heißt, wir brennen jetzt auch bis T plus 7 im Prinzip. Wunderbar. Und ich habe noch 1900 Delta V zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur in der Stufe ist. Ja, oh ja, genau. Ich habe noch 2900 insgesamt. Ich hoffe, dass mir die 1000 reichen, um wieder in den Orbit rein zu gelangen. Also, dass ich runterkomme, weil ich muss die Leute ja auch wieder zurück. Ansonsten muss ich eine Rettungsmission starten. So, wie wir sehen können, ist mein Orbit jetzt ein bisschen anders. Und jetzt werde ich eine neue Manövernote machen, und zwar hier. Jetzt werde ich mal gucken. Jetzt werde ich mal gucken, wo ich am höchsten komme. Ich glaube, am höchsten ist fast, wenn ich hier auf dem höchsten Punkt bin. Na ja, so.
Also es ist einfacher, das in mehreren Schritten zu machen, immer kleine Kurskorrekturen als eine große. Eine große wird nichts. Ich will im Idealfall auch noch die diese Stufe wieder zurückschicken. Das heißt, ich muss sie separieren. Also ich habe hier einen Separator drin. Das hier hat sein eigenes Drohnenmodul. Mache ich mal auf hier. Wie ihr sehen könnt, hier ist ein Drohnenmodul und hier ist auch. Ach nee, das ist eine Battery Bank. Das ist, sind nur Batterien. So, machen wir wieder zu. Close. Also ich habe hier einen Separator, ich habe hier einen Separator. Das mittlere Teil will ich im Orbit lassen. Das obere soll wieder zurück. Hier ist auch ein kleine Engine und ein kleiner Treibstofftank, der hoffentlich reicht, um zurückzukommen. Aber ich denke mal, mit 1000 sollte das eigentlich machbar sein. Das heißt, ich habe noch insgesamt, sagen wir, 900, um in einen polaren Orbit zu gelangen. Denn ich will ja wieder zurück. Mit den beiden Modulen will ich zurück. Das heißt, ich muss separieren. Dann lasse ich es ein bisschen auseinanderdriften. Und dann tue ich den steuern und zurückbrennen. Und anschließend tue ich hier separieren. Wenn die 4 Stunden rum sind, dass das eher zufrieden ist. Ja, er sieht nicht mal ganz so glücklich aus. Ah doch, ja, er lacht. Sehr schön. Dann tue ich hier separieren und lass es wieder runter. Steuere das nach unten. Da hinten geht gerade der Mond unter, der Moon. Schon mal auf Manövernote ausrichten. So, wir wollen mal ein bisschen beschleunigen. Wir können. 4 Minuten. So, ich kann mal hier hinwarpen. So. Richte dich aus. Ich kann natürlich auch auf der anderen Seite und dann zieh dann runter. Ne? Das geht natürlich genauso. Das ist jetzt schon relativ viel. Also ich habe nicht mehr allzu viel, wenn ich... Ja, aber ich kann ja gleich mal schauen, was es mich kostet, das Ding runter zu... wieder aus dem Orbit rauszubringen. Das geht eigentlich relativ easy, wenn man es richtig macht. Ah, ich muss brennen. Ah, ich hab's fast verpasst. Die Abo-Apps geht auch wahnsinnig hoch gerade. Okay, machen wir mal so. Wir gucken es mal an. Ich habe es ein bisschen vergeigt, aber es ist nicht allzu schlimm. So, wir tun die Manövernote killen. Machen eine neue. Add Manöver. 300. Ja, das geht nicht mehr viel. Da muss ich jetzt echt mal schauen, ob man nicht irgendwie woanders... Ne? Ja, das Problem ist, dass ich jetzt, wenn ich hier bin... das natürlich wieder runter geht. Aber ich kann natürlich in die entgegengesetzte Richtung steuern. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Manöver mache. So. Da haben wir nochmal 300. Die Apoapsis geht natürlich auf 350 hoch. Also ich darf nicht höher als 500 Kilometer sein, sonst funktionieren meine Geräte nicht mehr. Alles andere ist im Normbereich. Ich will jetzt mal gerade mal gucken. Wie viel bräuchte ich denn, um wieder runterzukommen? Müssen wir einfach einmal retrograd. Okay, das ist nicht viel. So, das ist gar nicht viel. So, da sieht man es.
dass auf der anderen Seite, genau, wenn das hier, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch ein Mod, aber wenn es unter, ich glaube, 75.000 geht, oder unter 70.000, dann kommt man in die Atmosphäre und der Luftwiderstand wird automatisch einen verlangsamen. Okay, das heißt, ich brauche nicht viel, um aus dem Orbit wieder rauszukommen. Sagen wir mal 300, hoffe ich. 300 Delta V, das heißt, ich kann... Ich gehe jetzt hier hin, so, da. Add Maneuver. Kann ich nochmal verbrennen. Hier mal gucken, ob es irgendwo... Ja, ich glaube, es macht keinen großen Unterschied. Wichtig ist, dass ich es... Ich glaube, wichtig ist, dass ich nicht oben mache. Machen wir nochmal neue. So, wir machen nochmal hier. Add Maneuver. Wir gehen nochmal hoch. Ne, das bringt nicht so viel. Das bringt nicht so viel. Wir machen das. Wir machen es hier. Add Maneuver. So, wir wollen ein bisschen korrigieren. Ich will nicht ganz so weit raus. Dann muss ich den nehmen. So, Periapsis 326, 337. Sehr schön. Mit 500, fast 500 Burn. 24 Sekunden. Die haben wir aber noch. Ich habe noch 1600. Etwa 300 wollen wir uns aufheben für zurück. Das heißt, wir warpen mal Warp hier. So, wir sind eine Minute vor dem so Ausrichten aufs Manöver. Das ist immer super, also wenn man Pilot hat, ansonsten braucht man einen guten Sondenkern mit SIS. Wir können ja auch mal ins Innere gucken. Nein, doch nicht. Ja, zumindest geht es in dem anderen. So, wir wollen bei 12 Sekunden wollen wir brennen. Und zwar Shutdown Engine mit voller Kraft voraus. Und los. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt können wir... Ich denke, am günstigsten ist es immer, genau in der Mitte hier zu brennen. Add Maneuver. Nochmal 400. Wie viel haben wir noch übrig? 1100. Okay.
für den Wiedereintritt brauche ich ja nicht wieder zurück in die in den Äquatorialen gehen. Ich kann ja einfach burnen, wie und wann ich will. Von daher ist das nicht so tragisch. So, ich will Apoapsis, ich will die ein bisschen niedriger haben. Wenn wir so um die 300.000 sind, dann ist das ganz gut. So, ich warpe wieder hier drüben hin. Warp hier. Man kann übrigens auch Slash, stopp mal, Slash, da. So, man kann übrigens auch weitere Noten hier, zack. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie viel Delta V ich hier brauche. So, aber man kann das, wie gesagt, so. Warp hier. Ich verbrenne jetzt nochmal 230. Das ist ein relativ kurzer Burn von 10 Sekunden. So, aufs Manöver ausrichten. Ist das richtig? Na, wird schon richtig sein. Kurz speichern. Schnell speichern ist manchmal sehr, sehr nützlich. Wenn man irgendwas vergummelt, so wie ich gerade eben wieder. Oh, okay. Okay, und die nächste Note, die ist natürlich, die braucht 600. Das ist mehr als wir haben. Ich mache jetzt nochmal eine neue Manöver. Da jetzt runterbrennen. 400. Haben wir die noch? 400? Ja, ich glaube, das wird mein letzter Burn. Und dann werde ich dekappeln. Aber das sieht auch schon ganz gut aus. Ich meine, es ist kein komplett polarer, aber da sollten wir schon einen Großteil abdecken des Planeten. Was das halt, der Unterschied ist, ist ein Polarer, der ist halt, also ein Äquatorialer, der ist halt immer nur um den Äquator rum. Während hingegen ein Polarer, also Orbit, also der über die Pole geht, natürlich, da sich der Planet immer dreht, wirklich jeden Fleck des Planeten erkunden kann. Deshalb ist für großflächige Scannerei ein polarer Orbit super. So, dann noch einmal hier hin warpen. Warp. Ich glaube, das Video ist schon wieder eine gute Länge. Deshalb mache ich jetzt den einen Burn noch. Und dann beende ich erstmal kurz. Und splitte das Ganze nochmal weiter. So, machen wir da hier. Diesmal. Hoffentlich vergummel ich es nicht. Ich mache die Engine gleich auf. Wir haben einen 16 Sekunden Burn, das heißt, wir burnen bei 8 Sekunden. Sehr schön. Das war ein ziemlich guter Burn. So, jetzt haben wir noch 500
übrig. Ich will jetzt einfach mal gucken. Add Maneuver. 240 brauchen wir. Wo es rot wird, trete ich in die Atmosphäre ein. Und dann sieht man auch hier, das ist relativ flache, also das ist der eigentliche Orbit, aber durch den Luftwiderstand, der ab hier dann auftritt, wird es natürlich sehr, sehr schnell dann wieder flach und... So, das heißt, ich könnte eigentlich noch einen Burn machen. Noch einen weiteren. Aber ich beende jetzt erstmal die Aufnahme und mach das gleich in einem weiteren Video dann.